Hallo und herzlich willkommen zu Pathfinder Wrath of the Righteous. Ein ziemlicher Zungenbrecher, finde ich. Und ja, das ist das zweite Spiel aus dem Hause der Entwickler. Der erste Titel, ganz klar, Pathfinder Kingmaker. Das kennen sicher viele von euch. Ja, und das ist jetzt der Nachfolger, der im Hause steht. Und ja, ich durfte freundlicherweise reinschauen und hier dieses Angespielt produzieren. Es hätte auch ein Let's Play werden können. Aber ich habe mich für ein Angespielt entschieden und das werde ich im Laufe des Let's Plays, im Laufe des Angespiels auch begründen, warum ich das tue. Auf jeden Fall werde ich gar nicht lange quatschen, sondern wir steigen direkt ein. Es gibt sowieso viel zu viel zu zeigen. Das Spiel ist unglaublich tief und unglaublich umfangreich. Und von daher ist jede Minute Gequatsche, die ich hier vorab leiste, einfach nur Zeit, die vom Angespielt abgeht. Schauen wir mal rein. Wir starten mal ein neues Spiel. Ich habe schon die ersten 10, 15 Minuten gespielt, um reinzufinden. Und ja, wir kriegen hier erstmal jetzt die Auswahl, welche Geschichte wir wählen. Wir spielen natürlich die Hauptgeschichte. Schließe dich dem Kampf gegen die Weltenwunde an, dem seit über 100 Jahren wütenden epischen Krieg zwischen Gularion und dem Abyss. Bis jetzt konnten die Armeen der Kreuzfahrer die erdrückende Übermacht des Feindes mit Mühe im Zaum halten, aber das soll sich nun ändern, denn die Dämonenherrscher bereiten einen entscheidenden Schlag vor. Du musst legendäre Kräfte entfesseln, das Kommando über den 5. Kreuzzug übernehmen und deine Truppen gegen die dämonischen Horden in die Schlacht führen. Ja, das klingt in der Tat episch. Und wir kommen direkt weiter zur Wahl der Schwierigkeit. Also, wer mit diesem System, mit diesem Spiel gar nichts anfangen kann, also erstmal, es ist ein Rollenspiel, ein RPG, ganz klassisch. Und das ganze Regelset basiert hier auf dem Pen and Paper Rollenspiel Pathfinder, das wiederum auf dem Rollenspiel, Pen and Paper Rollenspiel Dungeons and Dragons beruht oder aufbaut. Und zwar gab es damals mehrere Editionen von Dungeons and Dragons. Irgendwann wurde daraus Advanced Dungeons and Dragons, dann später wieder Dungeons and Dragons. Und in der Version 3.5 von Dungeons and Dragons gab es eine Abspaltung von Pathfinder. Die haben das Regelwerk von D&D 3.5 genommen und ja, ausgebaut, weitere Völker und Rassen hinzugefügt, Fähigkeiten und eine ganz eigene Welt geschaffen, nämlich Gularion. Und in dieser spielt das Pathfinder-System. Vom Umfang her, wenn man jetzt sich das Regelwerk kauft, das Pen-and-Paper-Regelwerk, um das Ganze am Tisch mit Freunden spielen zu können, kann man ein paar hundert Seiten Lesestoff erstmal sich vornehmen, bevor man alle Regeln wirklich intus hat. Das wird hier im Computerspiel natürlich vereinfacht. Man kann aber sehr viele Einstellungen vornehmen, zum Beispiel wie stark sich kritische Treffer auswirken, ob es die Schwelle des Todes Regeln gibt, die einen halt dann mehrere Proben würfeln lassen. Das macht das Spiel in dem Fall automatisch, ob man dann tatsächlich stirbt und so weiter. Und naja, man kann das halt wirklich komplett selbst einstellen. Man kann sagen, ich genieße die Geschichte oder ich bin völlig hardcore und mache hier mal auf unfair. Ich werde es mal auf normal lassen. Fürs Angespielt reicht es dann, denke ich, auch aus. Okay. Und dann kommen wir schon zur Charakter- und Klassenwahl. Ich werde jetzt hier im Sinne des Angespielts einen fertigen Charakter nehmen, einen der vorgefertigten Charaktere. Und ich denke mal, ich werde mal ganz klassisch, eigentlich hätte ich ja Bock auf den Hexenmeister, die Hexenmeisterin, Angie oder Angie, wie man auch es auch immer ausspricht, oder sollen wir vielleicht die Halbelfendame nehmen, einen Ritter oder ganz klassisch den menschlichen Kämpfer. Das Standardmodell in wirklich jedem Rollenspiel. Ach, wisst ihr was? Ich nehme das jetzt einfach. Klischees sind so schön und die soll man auch erfüllen. Ja, wir haben hier erstmal natürlich, wie gesagt, das ist ein vorgefertigtes Charakter-Template und hier wird die Schwierigkeit gezeigt. Die ist natürlich dann noch ganz niedrig und wir haben halt bestimmte Merkmale und Fähigkeiten. Die könnte ich das auch gerne alles in Ruhe anschauen.
hier Waffenmeisterschaft, Rüstungsmeisterschaft und dann haben wir hier auch die Attributswerte. Es gibt 6 davon: Stärke, Konstitution, Weisheit, Geschicklichkeit, Intelligenz und Charisma. Und je nachdem, wie hoch der Wert ist, leitet sich daraus so ein bestimmter Probenwert ab oder so ein Modifikator. Und der wird eben auf Würfe aufgeschlagen und dann muss man immer einen bestimmten Wert erreichen. Und die Proben in Pathfinder und Dungeons & Dragons werden grundsätzlich mit einem W20, mit einem 20-seitigen Würfel gewürfelt. Naja, und das ist jetzt wirklich ganz rudimentär erklärt. Hieraus leiten sich doch gewisse Fähigkeiten noch ab, die hier unten stehen. Und ich denke mal, wir gehen einfach mal durch, weil es kommen hier sowieso noch ein paar Sachen. Wir können noch ein Porträt wählen, wir können noch das Geschlecht und auch sogar das Volk anpassen. Ich lasse es mal so, wie es ist. Und jede Klasse bekommt einen eigenen Vorteil. Hier gibt es zum Beispiel +2 für einen Attributswert. Bei Zwergengnomen ist das alles nicht, aber bei Halborg, der hat zum Beispiel auch +2 für einen Attributswert und so weiter. Aber es gibt dann halt unterschiedliche Volksmerkmale auch hier. Geschärfte Sinne, Elfenmagie, Elfenimmunitäten, Elfenwaffen, Vertrautheit, Erbe des Volkes. So bei Elfen hier, Zwerge, da muss natürlich dann die entsprechenden Dinge von Zwergen dabei sein. Okay, also, ich gehe da nicht allzu sehr ins Detail jetzt, einfach weil es sonst völlig ausufern würde. Da müsste man eine eigene Folge machen, nur für die Charaktererstellung. Das ist jetzt aber nicht Sinn dieses Angespiels. Eine Gottheit müssen wir auswählen und es gibt viele Gottheiten und ich muss gestehen, dass ich mich in der Welt von Golarion und auch im Pathfinder-Universum nicht allzu gut auskenne. Ich bin klassischer Dungeons & Dragons Spieler und deswegen kann ich hier nicht allzu viel sagen, aber es gibt hier wunderschön auch verschiedene Erklärungen der Götter, wo die herkommen. Und ja, das ist also wunderschön, wenn man sich das alles durchlesen will. Man muss also das Regelwerk auch nicht kennen. Man kann hier auch völlig normal einsteigen. Die Gesinnung, ganz klassisch. Es gibt neutral gut, wie heißt die andere nochmal? Genau, chaotisch gut, chaotisch neutral, chaotisch böse, neutral böse, rechtschaffen neutral und rechtschaffen gut. Und wir sind hier jetzt rechtschaffen gut. Wir könnten auch diese anderen auswählen. Die gehen im Moment nicht. Ich denke, dass das jetzt mit der Klassen- und Volkswahl zu tun hat, bin ich aber auch nicht sicher. Und vielleicht auch mit dem Gott. Ja, wir haben hier eine Gottheit gewählt und möglicherweise beschränkt die uns, was die... Ja, stimmt, er nimmt stets eine neutrale Haltung ein. Und deswegen können wir hier auch nur... Obwohl, dann müsste auch neutral gut gehen. Naja, wie auch immer. Ich denke, es hängt mit Klasse und Volk und allem irgendwie ein bisschen zusammen. Wir könnten jetzt auch rechtschaffen neutral, rechtschaffen böse auswählen. Und das ermöglicht halt ganz eigene Charakterdialogoptionen teilweise auch. Ich werde mal bei rechtschaffen gut bleiben. Körperform. Auch hier können wir auswählen. Schlank, normal und sehr schlank. Moment. Also normal, stämmig, sehr schlank. Ich bleibe mal bei stämmig. Gesicht, gibt es auch verschiedene Gesichter und Narben können wir uns verpassen. Habe ich eigentlich nicht so gerne. Wir können hier die Hautfarbe ändern von dunkel, hell nach ganz dunkel. Es gibt sogar noch mehr. Also da ist alles möglich. Ich bleibe mal hier in dem Standardton. Also was ist Standardton? Das will ich nicht, dass jetzt einer meint, dass das hier ist die Standardhautfarbe. Blödsinn. Aber in dem das ausgewählt war. Und ja, es gibt verschiedene Frisuren, die wir auswählen können. Schau mal, da sind sogar... Ist da was bei, was mir gefällt? Oh, das zum Beispiel. Jetzt sieht's aus wie Jack Black. Nehmen wir das doch mal. Und Bärte natürlich auch. Und es gibt auch nichts über einen schönen, vollen Bart. Von daher war der grundsätzliche Bart schon mal gut. Nehmen wir den noch einfach mal. Haarfarbe würde ich allerdings mehr so in diese Richtung gehen. Das passt schon. Kriegsbemalung. Dann gibt's noch Primärfarben. Das bezieht sich dann wahrscheinlich auf die, auf die Montur, was wir tragen. Und ihr wisst ja, schwarz und rot sind die Kanalfarben. Von daher, vielleicht drehe ich es sogar um und wähle hier oben das Rot. Ja, warum nicht? Das ist, denke ich, schon in Ordnung. So, und wir können hier wirklich ganz viele Farben auswählen. So weit, so gut. Wir haben ein Charakteraussehen. Und nun wählen wir auch noch eine Stimme aus, denn unser Charakter gibt Kampfschreie von sich, bestätigt Befehle, wenn wir ihm sagen, Gehirn geht dahin. Und da gibt es ganz verschiedene Stimmen. No, backwards. Backwards. Defeat is not an option. Let's hear you cry. First come, first served. Damn it all.
Ja, es gibt ganz viele Stimmen. Man kann auch ohne spielen, wenn es einen stört. Wir bleiben mal bei dem. Und dann gibt es natürlich noch den Charakternamen. Und wir wählen hier natürlich, ja, ganz ehrlich, wenn man Rollenspiel betreibt, dann sollte man es auch rollenspielig machen. Von daher werde ich hier jetzt einen Namen ausfüllen, den ich im Rollenspiel öfter schon benutzt habe. So. Okay, und Geburtsdatum gibt es auch noch. Ich persönlich habe am 1. Dezember Geburtstag. Ich werde es deswegen hier auch mal so machen. 1.12. Das ist Kutona in der Welt von Golarion. Und dann kriegen wir nochmal eine große Zusammenfassung unserer Werte. Und ja, wir hätten das jetzt alles auch selbst auswürfeln und verteilen können. Wir hätten uns die Skills auswählen können und. All das haben wir jetzt im Grunde übersprungen, weil wir so ein vorgefertigtes Preset gewählt haben. Und dann steigen wir ein in das Rollenspiel. Pathfinder, Wrath of the Righteous. Ja, und da steigen wir direkt ins Spiel ein und ihr hört, dass alle Stimmen vertont sind, zumindest in den Hauptdialogen. Und ja, die sind leider englisch vertont und ich weiß nicht, ob da auch noch Deutsch zukommt. Aber Gott sei Dank sind die Texte schon alle auf Deutsch. Insofern wäre es jetzt eine Option, die Texte, also die Voiceovers auszuschalten und ich lese das vor. Aber ich finde, das spare ich mir. Ihr könnt ja selber lesen und ich werde einfach mal fortfahren. My, would you look at this? But why would you drag a wounded fighter into the middle of the festival square? Couldn't he be carted off somewhere else, like, oh, I don't know, an infirmary or an accommodating ditch? Ja, sehr schön. Einfach in den Straßengraben damit. Sehr nett. Das sind übrigens wir hier. Step back. Now, what's the matter? What happened to him? The wound looks nasty. Who did this to him? Demons, prelate. We found him barely alive outside the walls of Canabris. Okay. The walls, you say? Enemy doesn't usually stray so close to the city. Must fortify the defenses. And you, hold fast. Don't die. We'll see you right. Ich muss sagen, dass die deutsche Übersetzung bis hierher auf jeden Fall schon mal sehr gut ist. We'll get you patched up now. But first, you there, guard, take his weapons. Bearing arms is not permitted during the festival. Wounded or not, everyone must abide by the rules. He can get his things back after the festival. Also, wir hätten uns leider unsere ganzen Sachen abgenommen. Leader of our troops, the sharpened edge of our blades and the unyielding strength of our armor. Iomede, I beseech you, grant your mercy. Heal his wounds. Die Magie umschließt uns, doch unsere Schmerzen lassen nur ein wenig nach. So, jetzt sind wir erstmal im Dialog, Fenster und wir können jetzt selber auswählen, was wir tun. So leicht gebe ich nicht auf. That's the Crusader spirit. My powers are not enough here. Someone call for Terendalev. You there. Yes, you. Stop dithering and gobbing and make yourself useful. Go and get Terendalev. Prelate, surely there is somebody else here better suited to running errands. I'll get her! Terendalev! Has anyone seen Terendalev? Be quick about it before it's too late! Now, who are you? I don't remember seeing you before, and I have an excellent memory for faces. Tja, was antworten wir? Ich denke, wir können ja mal den Erinnerungslosen machen und in der Tat wissen wir ja auch nicht wirklich, was hier gerade los ist, wo wir sind, wieso wir hier sind. Das eröffnet sich uns alles ja noch, wobei unsere Namen kennen wir natürlich schon. Wir sind Aruta Wolfsherz. That's the first I've heard of that name. Who are you then? What's your business in the city? Da kommt Hilfe.
My dear prelate, please, for the sake of the festivities, stop interrogating this poor man. He has been through enough already. Go on, I'll take care of him. All right, as you wish. You are our protector, and a dragon at that. So I shall defer to your wisdom, but be on your guard. I've been informed he was wounded near Canaveras. That means the demons are prowling just outside the walls, and the city is crawling with their spies. Others may be able to relax on this holiday, but not you or I. Not the defenders of this city. Ja, er zieht mürrisch und grummelnd von dann. Also, das hier ist Terendelev, diese Dame hier, und das ist offensichtlich ein Drache. Pry loose the grudging grip of pain. Cast off the veil of suffering flesh. Let light and life go forth in triumph to repel the skulking shade of death. There. So, wir können jetzt mit dir reden. Wir sind wieder auf den Beinen, wir stehen, wir können auch mal näher ran, so man's geschehen. Und ja, was machen wir denn jetzt? Erstmal können wir uns natürlich bedanken. I accept your thanks, but my work is not yet done. So, was ist denn mit mir geschehen? I do not know yet, and that troubles me. I am not entirely sure what the demons did to you. This wound is no ordinary injury, and it was inflicted by no ordinary weapon. I have rid you of your pain and restored your strength, but only time will allow you to heal fully. Okay, das geht schon gut los. Wir sind schon so schwer verwundet, dass uns nicht mal diese Dame helfen kann. Und wir müssen offensichtlich noch einige Zeit mit unserer Verwundung leben. Ja, wer seid ihr? My name is Terendelev. I'm the protector of the city. Und seid ihr wirklich ein Drache? You don't believe me. Perhaps I should retake my true form and engulf this square with my ice breath to win your trust. Pay no mind to my current guise. I appear this way when I walk among the people. I would hamper the festivities if I tried to attend in my true form. Ja, können wir gehen? Certainly. But be careful. I have managed to get you back on your feet, but I have not healed you fully. Alas, sooner or later, your pain will return. Ansicht drehen geht auch, geht alles auch während der Dialoge, wunderbar. Okay, gut, wir fahren fort. You will recover, I promise you that. Tomorrow, come to the cathedral and say that you are expected by Terendelev, protector of Canaveras. We will find a way to help you. But for now, put this out of your mind and enjoy the festival. They are all too rare in this time of war, and merriment is one of the best medicines. Machen wir. So, wir feiern offensichtlich den Gründungstag. Canaveras ist eine Stadt an der... Okay. So, wir haben einen Tagebucheintrag. Wir gehen mal ins Tagebuch. Also jetzt ist Tutorialzeit, ne? Ihr kennt das alles. Bewegen, rechte Maustaste. Es geht auch die linke, habe ich festgestellt. Aber ist ja wunderbar. Und jetzt öffnen wir erstmal das Journal. Gründungstag. So, Canaveras ist eine Stadt an der Grenze zweier Welten, der gewöhnlichen Welt auf der einen und der Weltenwunde auf der anderen Seite, dem Brückenkopf der Dämonen in Golarion. Helden aus aller Welt kommen in Scharen nach Canaveras, um sich den Kreuzfahrern anzuschließen. Der langwierige Krieg bietet kaum einen Grund zum Feiern, aber heute jährt sich die Gründung der Stadt. Deshalb treten auf dem Hauptplatz der Stadt heute Gaukler und Spielleute an die Stelle marschierender Truppen. Die Bürger der Stadt verdienen es, all das Blutvergießen zu vergessen, und sei es für nur einen einzigen Tag. Gut, wir haben so ein paar Aufgaben bekommen. Irgendwann musst selbst du dich ausruhen. Auf dem Platz wimmelt es von Gauklern. Es wird Zeit, den Krieg zu vergessen und sich zu amüsieren. Wir sollen den besonderen Festtrank kosten, den Pfeil auf das Ziel werfen und die Puppe schlagen. Alles klar, machen wir. Wir haben des Weiteren Zugriff auf unser Inventar. Wie wir hier sehen. Also, gemeinsames Inventar heißt, wir werden später weitere Charaktere aufnehmen können. Bis zu 6, wie wir unten sehen. Und es gibt ein gemeinsames Inventar, das wir filtern können. Wunderbar. Wir sehen hier die Belastung in Pfund. Wir haben momentan noch keine Abzüge, weil wir gar nichts dabei haben. Uns sind ja alle unsere Dinge abgenommen worden. Aber unsere wunderschönen Armschienen des Glücks, die tragen wir weiterhin. Und das ist doch auch schon mal was. Dann sehen wir hier noch ein paar Charakterwerte. Wir können uns hier das Zauberbuch anschauen. Dieser Charakter kann allerdings keine Zauber wirken. Das Tagebuch, die Enzyklopädie.
in der wir wirklich alles nachlesen können. Hier steht wirklich extrem umfangreich alles drin und sehr viele Auszüge auch aus den Regeln von Pathfinder. Ja, und wir haben die Karte und wir sehen einmal, wo wir hinschauen. Das ist dieser Rahmen. Wir sehen uns selbst und hier sehen wir verschiedene Hotspots. Trainingspuppe. Hier ist Hulruhn, das ist der Krieger, der uns am Anfang befragt hat. Auch Terentelef steht da. Wetttrinken ist hier Ramien. Und hier ist Anevia. Ja, also viel zu tun. Kamera, WASD. Ja, ja, das Tutorial macht weiter. Wir können uns ja mal ein bisschen umschauen. Ich denke, wir gehen einfach mal ein bisschen hier entlang. Oh, hier wird Axt geworfen. Hier können wir irgendwas machen. Ah, ich glaube, hier können wir selber dran teilnehmen. Also, wir können mit verschiedenen Objekten, wie zum Beispiel Türen und Truhen interagieren. Das wird immer über so ein Symbol gezeigt. Und jetzt werfen wir hier selber einmal die Axt oder das Messer. Sieht für mich wie Axtwerfen aus. Ah, es ist aber ein Messer. Sehr schön. Ah, wir haben eine Aufgabe auch schon erfüllt. Genau. Pfeil auf das Ziel werfen war ja eine der Aufgaben. Dann gehen wir weiter. Schauen uns um, was es sonst noch gibt. Wir können hier interagieren mit den Leuten. Hier ist ein Adliger. Schönen Stadttag. Trinken wir auf Kenabris. Und so weiter. Hier ist ein Bürger, der irgendwelche Waren anbietet. Ah, Festbühne. Wunderbar. Musiker sind da. So muss das sein. Sollen wir Musik genießen oder was? Ich guck doch mal kurz in die Aufgaben. Ah, mit Tab können wir alle Sachen anzeigen, die in der Nähe sind oder die überhaupt zu sehen sind. Das ist schon mal gut. So, Map. Warte. Da ist das Journal. Den Festtrunk sollen wir kosten. Okay. Wo können wir den Festtrunk kosten? Muss ja irgendwo eine Bar sein oder sowas. Da sind Rüstungen. Hier, das sieht nach Trinken aus. Bürger. Da gibt es was zu trinken. Sehr schön. Ich trinke gerne mal einen Humpen, vor allem wenn die Stadt bezahlt. Ist ja klar. Aber jetzt passiert was. Panik. Okay, hier geht's gerade gut ab. Dämonen haben den Festplatz gestürmt. Und es liegen schon viele tote Bürger auf der Straße. Discari, Lord of Locusts, leave my city! Okay, sie ist tatsächlich ein Drache. Oh. Let the feast begin. Hoppla. Man könnte auch sagen, sie war ein Drache. Oh, weia, das sieht ganz schön übel aus. So. Discari himself. Normally. One minute we had a dragon, the next, bam, she was gone. What are you gonna do? Fight or flee? If flee is your plan, let me help you out. I've got a scroll here with a good protective spell. Okay, also, die Rüstung des Halblings ist voller Blutspritzer und der ist bis an die Zähne bewaffnet. Das ist hier der, mit dem reden wir gerade. Das ist offensichtlich jemand von der Wache. Mit einem Schwert, einer Klinge, einem Beil am Gürtel und einer Armbrust auf dem Rücken. Seine Stimme kommt dir bekannt vor. Ich habe euch schon mal irgendwo gesehen. You owe me your life. I'm the one who found you outside the walls and brought you inside to be healed. I see they patched you up. Good thing they did it before the attack, or else you'd have been done for. Okay, wer ist Discari? You must have got a good drumming around the head, brother. Discari's a demon lord, the most fearsome enemy of all crusaders and all living things, come to think of it. Ich würde ihm eine Waffe besorgen. Take this. Best crossbow I've got. The person who made it
said it could pierce the hide of a demon lord even. Okay, eine Armbrust ist jetzt nicht die Waffe meiner Wahl, aber wir nehmen sie natürlich. Ein bisschen surreal, wie man sich hier in voller Ruhe unterhält, während rundherum das Chaos tobt. Aber wir haben die Armbrust ausgerüstet und feuern offenbar auf diesen Heuschreckentypen, ne? Snaps its jaws at the Lord of Locusts. Behold, Iomade. Behold the death I sow. Und dann geht's abwärts. Verschlungen von der Dunkelheit. The silver dragon Terendalev, the defender of Canabras, fell in battle. Hardly surprising, as she had to fight the demon lord Discari himself. He willed the land to part and swallow all who dared to stand in his way. But the war was still far from over. So, wir sind in dieser Höhle. Und das Spiel wurde gespeichert. Das ist schön. So, schauen wir mal kurz. Das Fest, das die Lebensgeister der Stadt wecken sollte, endete mit Tod und Zerstörung. Wer das Glück hatte zu überleben, endete in den uralten Katakomben unter Kenabris. Katakomben, in denen eine Brut blutrünstiger humanoider Kreaturen ihr Unwesen treiben soll. Ein einziger Streich der titanischen Sense des Dämonenherrschers reichte aus, um Heiterkeit in blankes Entsetzen zu verwandeln und an die Stelle feierlicher Reden die Schmerzenslaute der Sterbenden treten zu lassen. Den wenigen Überlebenden der Katastrophe bleibt keine Wahl, als sich auf die Suche nach den Leidensgenossen zu machen. Gut, da sind wir nun und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, die erste Folge abzuschließen und in der nächsten Folge genauer zu schauen, was hier mit uns jetzt weiter passiert. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht es dann weiter in diesem Angespielt, dass ich auf etwa 4 bis maximal 5 Folgen auslege und dann hoffentlich in dieser Zeit einen kleinen Überblick geben kann auf das, was euch hier in diesem neuen Spiel erwartet. Den Nachfolger von Pathfinder Kingmaker, nämlich Pathfinder Wrath of the Righteous. Und wie gesagt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es müsste richtig sein. Falls nicht, könnt ihr mich gerne korrigieren. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.